So, wir gehen rein. Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns ABK an. Katzeninsel auf der Jagd nach behaarter Liebe. Japans. Letztes Jahr wollte ich 2 Tage vor meiner Heimreise ganz spontan und allein diese Insel besuchen. Doch leider bin ich in die falsche Richtung geflogen. Dieses Jahr soll es aber, Charles, anders aussehen. Ich gebe nicht auf, bis ich insolvent bin oder eine Katze gestreichelt habe. Ey, ganz kurz, bevor dieses Video anfängt, eine ganz, ganz wichtige Sache. Oh. Dieses Video war unnormal aufwendig. Filmora. Vor allem kostenspielig. Oder? Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten gar nicht mehr so viele Videos hochgeladen, um diesen ganzen Papierkram und sonst was im Hintergrund zu klären. Aber ich bin immer noch nicht fertig. Aber ich bin unnormal dankbar dafür, euch eine Sache jetzt mitteilen zu dürfen. Nämlich habe ich jetzt, sofern es gut läuft und ich bin da komplett von euch abhängig, einen Sponsor für die nächsten 3 Monate. Explosport, ein isotonisches Elektrolytengetränk. Mit galaktischem Geschmack, kalorienarm und... Ey! Bestellt es euch jetzt über den ersten Link in meiner Beschreibung. Ich kenne das Getränk sogar, ja? Folgt der Instagram-Seite von denen, damit die wenigstens jetzt schon sehen, dass wir ein bisschen aktiv sind. Bitte, ich brauche jeden einzelnen Follower von euch für diese Aktion. Weil ohne diesen Sponsor wäre unter anderem dieses Video gar nicht möglich gewesen. Deswegen danke ich euch vom Herzen, Leute, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich will dem Hisham jetzt unbedingt mal ein Katzencafé hier in Osaka zeigen. Oh mein Gott, wie süß, Bro. Hisham, ey, wisst, das wäre für mich wie Ding, gell? Wie so ein Alkoholiker, der trocken ist, aber in so eine Bar reinläuft. Ich bin ja Allergiker, ich kann mit Katzen nicht umgehen, Adrialis. Ich bekomme keine Luft, ich bekomme Ding. Das ist echt hart. Das wird ein richtig krankes. So laut. Boah, Digga. Ja, auch diesmal hatten die Katzen einfach keinen Bock auf mich. Was ist los mit den ganzen Pussys hier? Das. Die rennen alle weg von dem, Bruder. Ich such mal bei dem. Der ist doch Wachkoma-Patient. Die rennen alle weg von dem, Bruder. Ich such mal bei dem. Boah, warum sieht die Katze aus wie Ehrenmann Marios Cousin? Der ist doch Wachkoma-Patient. Der hat die 3. Corona-Impfung bekommen, der wurde geboostert, Bruder. Ja, du kannst sie einfach streicheln. Warum klappt das bei dir so einfach? Guck mal, die nehme ich mal ernst. Kann ich nicht mal die Katze spielen mit dem, guck mal. Guck mal. Kann ich mit dir spielen, Bruder. Guck mal, auch wenn das Ganze von Hisham jetzt so Motto witzig gemeint war und so. Tut mir leid, ne? Aber ich wollte und konnte mich einfach mit der Situation nicht so zufrieden geben. Er hat's wahrgemacht. Er ist gegangen. Ab zur Katzeninsel, Akushima Island. Doch sag mir, warum will ein Hund dahin reisen? Kein Geld mehr, doch muss mein Fasten heute brechen. Du Hurenbock kannst bald nur noch Katzenstreu essen. Ever. Oder 16 Mikros, kein Sex und spiellos. Läufst dich weg vor Kripos, sondern vor ein paar Katzen. Du kleiner Bastard, denkst, wenn du auf ein Boot steigst, bist du Captain Iglo. Wieso willst du Katzen sehen? Bist du etwa zoophil? Fick doch nach Mosambik und fick mit nem Krokodil. Krasser Witz, bitte mach keine Welle, wo kein Wasser ist. Ja, Bruder, das ist der größte Upturn, neben jemandem zu schlafen, Bruder, der schnarcht, Cousin. Wisst ihr, wie oft ich meine Frau... Das sind alles verborgene Narben, über die ich nicht sprechen will, Digga. Arise. Ich bin mir sicher, dass wir es diesmal schaffen werden.
Wallah, er hat sich Mühe gegeben. Ja, Leute, endlich. Ich bin gerade 2 Stunden lang von Tokio geflogen. Jetzt bin ich hier in Matsuyama gelandet. Diesmal ist es der richtige Ort, die richtige Präfektur, Präfektur Ehime. Und ich werde jetzt versuchen, von hier aus zur Katzeninsel zu kommen. Ich werde erstmal eine Unterkunft buchen. Irgendwo am besten in der Nähe von dem Hafen oder sonst was. Ich war müde und erleichtert zugleich, weil endlich war ich in der richtigen Präfektur angekommen. An einem Ort, wo mich die Leute nicht komisch angucken, wenn ich sie anmiere. Can you see from here? Oh. You know it? See the map? Und hier? Ich bin am richtigen Ort angekommen, inshallah. Da hinten ist die Katzeninsel. Aber ich habe eine Frage, Dreddys. Sind die Katzen dort einfach wild? Oder ist einfach wieder so ein japanisches Ding? Kaffee mit tausend von Millionen von Katzen? Oder ist einfach wilde Katzen? Da hat irgendein Japaner gedacht, alle bei uns an Land, die stinken. Wir packen die einfach auf so eine Insel, wir lassen die Gangbang machen. Und irgendwann, die Insel gehört einfach die Katzeninsel. So. Wilde Katzen. Krank. Und ich werde versuchen, dahin zu kommen. Ich werde mein Bestes geben, Leute. Das macht mir richtig Angst, diese Melodie, ich schwör's euch. Und ich habe immer noch nicht mal eine Unterkunft gefunden, weil das hier alles so abgelegen ist. Das Haus da oben ist das. So, Leute, Wala, ich gruselig. Hab jetzt endlich gefunden. Das ganze Ding kostet mich pro Nacht nur 30 Euro. Das ist die Terrasse. Oh das mein Gott. Ne? Erster Raum, das ist ein Schlafraum. Ach, alles. Ein Raum im traditionellen asiatisch-japanischen Stil. Eine Badewanne und eine Dusche. Hier so ein Waschraum. Ich habe hier einen richtig geilen Tisch für Fingerskateboard. Ich habe für die Katze sogar was gekauft. Mit Sardinen. Damit lock ich die Bitches. Leute, wir haben gerade 0:59. Ich bin gerade hier am Schneiden. Um 6 Uhr morgens muss ich los. Ich wohne zum Glück direkt am Bahnhof. Ich will nicht auf die Katzeninsel. Ich weiß nicht, warum ich das mache, warum. Und ich will das echt nicht verpassen. Deswegen bleibe ich wach und mach einfach durch. Das hier ist der Bahnhof. 16 Minuten mit dem Zug. So Leute, ich bin jetzt den ganzen schon einen Schritt näher gekommen. Ich bin jetzt am Ionagahama. Jetzt gehe ich 3 Minuten zu Fuß und dann komme ich am Hafen an. Arigato gozaimashita. Hi. Die Japaner nehmen wir von euch auf, richtig korrekt. Ja, sumimasen. Hier, das berühmt-berüchtigte Schild. 2 Mal am Tag fährt die Fähre. Aber hier müssen wir Tickets kaufen, oder? Ah, da ist ein Katzensticker. Dass vieles bei mir krumm und schief läuft, das wissen wir. Aber doch nicht kurz vor dem Ziel, oder? Nein. Doch, denn als ich auf dem Schiff war, was zur Katze fährt, hat der Kapitän einfach bei mir den hier gemacht. It's over. Du musst eine andere Möglichkeit haben, mit einem kleineren Schiff oder so dahin zu kommen. Weil immerhin war der so korrekt und hat mich wenigstens gefilmt. Leute. Hier steht jetzt, dass ab dem 18. Dezember das Schiff nicht mehr fährt. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich jetzt nach Japan geflogen bin wegen der Katzeninsel. Was mache ich jetzt? Nie im Leben. Ich habe jetzt eine Idee. Einfach Boot, mache, einfach Schwimmweste anziehen, schwimmen. Und zwar, es gibt noch eine Katzeninsel in Japan. Und das ist die Insel Tashirojima. Tashirojima, eine Insel im nördlichen Teil Japans. Wer hier lebt, ist alt und fernab der Glanzlichtermetropole. Denn auf dieser Insel leben nur 70 Menschen und etwa 200 Katzen. Also gibt es hier auch keine Schulen oder Geschäfte, sondern nur ein einziges Restaurant. Das sogenannte einzig wahre Katzenrestaurant. Warte, und ich soll da jetzt hingehen oder was? Bruder, ich werde durchgedreht. Du fliegst 12.000 Kilometer, Bruder. Du bist 18 Stunden in Luft. Dann fliegst du inland nochmal, Bruder. Buchst dir eine Unterkunft, fährst mit Zug. Und dann stehst du an diese Ding, an diese Hafen und ein Kapitän macht dir so, Cousin. Weißt du, was ich mit seinen... Ach du Scheiße, Cousin. Ich hätte diese Anker genommen, gell? Da sagt er einfach, geht nicht. Ah, du, krass, aus Deutschland bist du, echt aus Tokio dann noch, geht nicht. Das ist hart, Bruder. Das ist echt hart. Auf
trocken japanische Staatsbürgerschaft gesneakt mit meiner neuen Freundin. Das ist nicht mein Fünftwagen, das ist meine Fünftbraut. Der Mani am Start in Japan, Alter. Ich finde noch, dass ich zum fünften Mal nicht zur Katzeninsel komme. Meinst du, ich soll nach Tashirojima? Aiwa, Sahbe, was geht ab? Ja, sag mal, tauchen, man sagt mal, pass auf. Deine Mutter fickt dich, Hurensohn. Werden da keine Katzen sein? Meinst du, soll ich da hingehen? Mein Visum neben mir hat gerade zu mir gesagt, dass ich das nicht machen soll. Soll ich jetzt einfach aufgeben? War alles wieder umsonst? Die ganze Reise, der ganze Stress? Ich bin extra nach Japan geflogen, um mich vor Manuelsen zu verstecken und um diese Katzeninsel zu sehen. Ich habe so viel in meinem Leben erlebt. Und ich soll jetzt wirklich aufgeben? So, jetzt habe ich das richtige Ticket und fahre nach Sendai, dort steige ich um und fahre dann nach Ishinomaki. Ich bin jetzt in Ishinomaki angekommen, jetzt muss ich noch eine Unterkunft finden. Ich habe ein Hotel gefunden, guck mal. Das ist das Zimmer. Da ist eine Couch, Schreibtisch, Kühlschrank, Badezimmer und Beispiel. Hier ist schon mal in Japan, ne? Bei Coco Curry. Oder ich sag euch eine Sache, Drillies. Ich habe mir das auch vielleicht gut geredet und es ist aber nicht so. Cousin, ich bin ja mit dem Zug von Frankfurt nach Marrakesch gefahren. Walla, diese Fahrt macht dich psychisch und körperlich kaputt? Das ist einfach Fakt, Bruder. Wir Menschen, wir sind nicht dafür gemacht, so lange zu reisen, Cousin. Das zieht einen die Kraft aus den Knochen, das ist unglaublich, Bruder. Ich hatte ja Ziel, so, weißt du, aber es war hart, Digga. Wie immer hier, auf ganz militante Veganerin Onlyfans-Profil gehe ich und dann gibt's hier vegetarische Sachen. Kann ich... Boah, ich bin 4 Tage hin, 4 Tage zurück. Die Toppings aussuchen und ganz wichtig, Schärfegrad. Heute für euch, für dieses Video, mache ich Schärfegrad Level 3. Och, Kraft, ich muss abgehärtet sein. Morgen Katzeninsel. Ja, geil. Scramble, thank you. Oh, Spoon, Schokolade, danke schön. Einmal habe ich hier Embryo von Huhn. Dann habe ich hier Mr. Krabs. Da war eh gierig, der Hurensohn, denn der musste getötet werden. Garnele, Schrimpkotelett. Vegetarische Gemüsesoße mit Reis. Reis ist aber vegan. Asiaten, Japaner mögen scharf, die lieben scharf. Ja, ich kann man essen, aber ist schon hart auf jeden Fall. Ich esse jetzt ohne Kamera, weil ich bin keine Insta-Schmörser. Leute, ich brauche jetzt eure ehrliche Meinung. Von 1 bis... Das, er hat 100% so ein komisches Outfit. Aber ernst, ich wusste. Ritualstraftäter-Pyjama. Ich muss nur so machen. Da. Und du siehst, ob ich geschnitten bin oder nicht. Ich wusste das, Digga. Ich wusste. So machen. Da. Aber ernst jetzt. Das ist ein... Das ist der Kamasutra-Pyjama, Digga, ehrlich, ich wusste das, Cousin. Ich will da wirklich ein Fan-Treffen machen. Ich habe direkt an der Rezeption Post hier bekommen. Für einmal den Stundenplan der Fähre. Und ich muss Richtung Odomari fahren. Von meinem Hotel aus. Mein Hotel ist hier. Der Hafen ist hier. Ich habe mein Fährenticket. Und mir wurde gerade auch gesagt, dass es sein könnte, dass die Fähre von der Insel nicht zurückfährt. Also falls es nicht zurückgeht, ist mir das auch egal. Assalamu alaikum, Akhi. Salam. Das war der Typ, der mich geschmuggelt hat unter LKW, aber dann mit Schiff wieder zurückgebracht hat. Bester Mann. Endlich bin ich hier in Tashirojima angekommen. Auf der Katzeninsel. Er hat sich richtig viel Mühe gegeben für das Video. Irgendein random Typ aus Taiwan hat mit einer ganz alten Kamera ein Bild gemacht und hat mir das dann geschenkt. Das hat jetzt für mich so einen persönlichen Stellenwert, dieses Bild. Leute, ihr müsst das Leben leben. Ich bin jetzt gespannt, wo ich die Katzen sehe, ob ich überhaupt die Katzen finde. Google Maps sagt mir, ich muss da lang gehen, aber alle Leute sind irgendwie da lang gelaufen. Ich bin mieser enttäuscht, ich sehe noch hier keine einzige Katze. Ich hoffe, das ist der richtige Weg hier. Nein, das war der falsche Weg. Aber warum dieser Weg für mich ein Notausgang war, werdet ihr gleich erfahren. Oh mein Gott, Leute, die ersten Katzen habe ich entdeckt. El Kurdi. Oh Gott, Dankeschön, El Kurdi. Oh, sorry, hey. Hi. Irgendwie schaffe ich es nicht, eine von denen zu streicheln. Google Maps sagt,
Ich bin diesen ganzen Weg hier umsonst gegangen. Wisst ihr noch, wo ich euch ganz stolz diesen Schärfegrad von Curry präsentiert habe? Der hat mich so gefickt. Ich muss auf einmal so kacken, ne? Ey, ich hab kein Toilettenpapier, gar nichts. Ich komme auf der Katzeninsel an, freue mich voll. Auf einmal, ich merke, mein Körper bedroht mich. Woran liegt das? Warte, vielleicht gerade Reizüberflutung, Ziel erreicht, Kamera halten, Endorphine, Katzen. Ich bin glücklich. Nein, ich musste kacken. Aber so richtig kacken. Ich hab mich jetzt zweimal verlaufen. Na Marsch. Wenn du in der Wildnis bist, auf einer Insel, wo mehr Katzen sind als ein... Bruder, ganz einfach im Gebüsch kacken, Cousin. Aber wir können das nicht. Unsere Generation kann das nicht. Und alle drunter können es auch nicht. Und die ältere Generation, Cousin, ich schwör auf alles, die setzen sich hin im Gebüsch, die kacken. Bei uns, also bei mir auf jeden Fall, immer wenn ich meine Hose runterziehe, im Gebüsch kacke, kacke ich in meine Hose rein, Bruder. Das funktioniert nicht, Bruder, ja? Das funktioniert nicht, Cousin. Und da keine Toilette ist, was willst du machen? Ich bin gelaufen, ich habe versucht durchzuziehen, ich bin stabil, stramm geblieben. Ich weine, ich merke, ich kann nicht mehr. Wirklich, ich hatte so Schmerzen, ich dachte... Nein, die ältere Generation, pass auf, ich zeig's euch sogar jetzt, praktische Tests, okay? Die ältere Generation, Dreddys, die hatten diesen Sitz, diesen hier, den, die haben den perfektioniert, weißt du, die sitzen so. Bei unserer Generation, wenn wir so sitzen, irgendwie, wenn wir Hose runterziehen, da fällt immer ein Stück Kacke in Hose rein, Bruder. Aber die ältere Generation, die sind Profis in diese Hockenkacken, Bruder. Die können das, Bruder, ja? Bro, du kannst doch jetzt nicht einfach... Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin ältere Generation, ich kam gerade fast nicht mehr hoch. Gekackt. Ich habe mein Hemd ausgezogen, das als F*** habe. Ich muss euch jetzt sagen, weil es alles zur Natur da. Ich habe dahin gekackt, ich habe mein Hemd ausgezogen, das als Toilettenpapier benutzt und... das dann dahin geworfen. Oh Leute, was sollte ich machen? Mein eigener Körper hat mich bedroht und hat mir gesagt, Strafe. Entweder du scheißt jetzt rein oder diese Video X. Ja, natürlich greife ich dann zu höhlenmenschlichen Mitteln. Jetzt geht's mir aber viel, viel, viel besser. Ich hab einfach in den Busch gekackt. Und das konnte ich jetzt alles machen, weil ich ganz alleine bin. Alter, war das unangenehm. Ich find keine Katze. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nein, sie kommt auf den Fuß. Bruder, ich kann nicht glauben, dass er in Hocke gekackt hat. Niemals, bei ABK ist schief gelaufen. Wenn er in dieser Hockenposition sitzt, der kommt nicht hoch. Ich kann das nicht glauben. Wenn ABK sich so hinsetzt, so, zum Kacken, der steht nicht auf. Es gibt zwei Optionen, entweder hat er so gekackt. Weißt du, in dieser Embryo-Stellung. Also ich zeige euch von dieser Seite, vielleicht hat er so gekackt. Und an welche Stellung würde er noch hinbekommen? So, mit Hände. Ich weiß nicht, ja? Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht, Cousin, ehrlich. Hey! Was habe ich hier angestellt? Was habe ich hier angestellt? Chef, der hat ihn jetzt beim Kacken erwischt. Warte, hat mich der Typ jetzt nur angehalten, um mir zu sagen, dass ich stinke? Der hat mich erwischt. Oh Junge, entweder der hat gesehen, wie ich... You smell is hart. You smell ist hart. Das ist übersetzt für verschwinde aus meinem Land, du stinkst, Cousin. You smell is hart, Bruder. In den Busch gecharrt habe oder ich habe aus Versehen ein bisschen auf meine Hose oder Jacke gemacht. Ich laufe die ganze Zeit noch hier auf der Jacke rum. Wisst ihr warum? Weil ich unten drunter kein T-Shirt anhab, gar nichts. Das ist so geil. Guck mal, wer kann das erzählen, dass er auf einer Katzeninsel war, in den Busch gekackt hat? Das ist Seven versus deine Image. Das hier ist der Katzenschrein. Die Katze allgemein gilt im traditionellen Japan als Glückssymbol und ist auch sehr oft in der
japanischen Kunst und Kultur vertreten, weil Katzen schon seit Jahrhunderten in Japan hochgeschätzt und sogar teilweise verehrt werden. Fotos von Katzen, wahrscheinlich verstorbene Katzen. Da hat einer für seine verstorbene Katze hier so ein Andenken gemacht. 2006 bis 2019. In einigen Shinto-Schreinen im buddhistischen Tempel Japan werden die Katzen als heilige Tiere verehrt. Aber auch bei uns Muslimen werden Katzen sehr geschätzt. Sie gelten als reine Tiere und du darfst sogar weiterbeten, wenn eine Katze über deinen Gebetsteppich läuft. Im Gegensatz zu einem Hund, da musst du dann leider das Gebet abbrechen. Aber auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mochte Katzen besonders. Er hat sogar Menschen, die Tiere misshandeln, ermahnt. Es ging sogar so weit, dass unser Prophet, als er damals auf einem Feldzug war und dort eine Katze gesehen hat, die gerade ihre Babys am Stillen war, er einfach den Kurs seiner Soldaten geändert hat. Und eine Zeit später hat er dann diese Katze adoptiert und gab ihr den Namen Mu'isa. Deswegen wird auch in vielen Hadithen die Vorliebe des Propheten zu Katzen erwähnt. Man sagt sogar, dass die Zuneigung zu Katzen ein Teil des Glaubens ist. Eine Katze zu lieben ist also ein Anzeichen dafür, dass jemand ein gläubiger Mensch ist. Oh mein Gott, Leute, ich bin am richtigen Spot endlich angekommen. No problem, it's okay. Stay with camera, yeah, stay with camera. Der Momo, der meinte, ich bin heute lange live. Dick lange. Radioaktiv, Bruder. Was meinst du, warum denn nicht so viele Menschen da leben? Wallah. Oh nein, die Arme hier, die hat kein Auge mehr. Ey, das war so ein harter Weg. Und dann habe ich es am Ende geschafft, hierher zu kommen. Guck, ausgerechnet die schwarze Katze kommt zu mir. Guck, Manuelsen. Alter, was geht denn bei der ab? Ich bin auf jeden Fall ein Spast. Wenn ich mir das Ganze so angucke, ich schwöre einfach, gehst du in marokkanische Laden, wo Fisch verkauft wird oder so, hast du mehr Katzen hier als auf einer Katzeninsel. Ich müsste gar nicht bis nach Japan kommen. Das hier ist dann so ein Café. Alle Katzen, die hier in diesem Dorf sind, haben irgendwie einen Namen. Ich werde das hier als Andenken für meine Katzen in Deutschland mitnehmen, damit ich sagen kann, ich habe was vom Katzentempel für die mitgebracht. Um 12 Uhr werden die Katzen gefüttert. Oha, richtig Digga. Schlau, da hat ein Bambus aufgemacht und da macht er dann das Futter rein. Ah, guck, how many cats do you have? 7 this place. Island of 200. Yeah. And how many people live here? 37. Yeah. More cats than people. Yeah, boy. No school. No children. And you live here? No. Oder überleg mal, auf einer Insel, wo 37 Leute leben. Walla, das ist für mich ein beeindruckender Fakt, als dass da 170 Katzen leben. Überleg mal, Bruder. Auf einer Insel wohnen 37 Leute. Irgendwann, Bruder, Stammbaum ist doch so ein Kreis einfach, Cousin. Oder nicht? Yokohama. And you come here every day? Every day, no. Have you been to Aoshima one time? One time. Are there more cats than here? 20 cats. 3 years, 100 cats. Did they die? And, In Aoshima gibt es einfach weniger Katzen als hier in Tashirojima. Da meint, weil in Aoshima wurden die Katzen kastriert. Wallah Hassanet. Wallah ya Hassanet. What you are doing is really good. Thank you, brother. Thank you for the cats. Wallah. Ciao. Ich bin weg. Hi. Das ist so unangenehm. Ich muss fast heulen gerade, weil das einfach so ein schöner Moment war. Ich schwöre. Diese Freudetränen, oder wie das heißt. Ich brauche unbedingt Waschstraße für meinen Arschloch. Bruder, er hat es lange ausgehalten, Bruder, ohne Arschwaschen, Cousin, ehrlich.